kompletter Name ist Luis Carlos Simões Duarte. Gut. Und was machst du hier? Das ist eine gute Frage, das frage ich mich ab und zu auch. Also, im Prinzip mache ich so ziemlich alles und ziemlich gar nichts. Also aufbauen, abbauen, die Leute bei Laune halten, dass sie immer was zu lachen haben. Das ist eigentlich, glaube ich, meine Hauptaufgabe hier. Und sonst, ja, was mache ich? Tonassistent bin ich ja teilweise. Oder wenn unser Tonmann mal nicht da ist, mache ich das. Und ich glaube, meine Hauptaufgabe ist einfach, die Leute zum Lachen bringen. Ja? Irgendwas mit Tanzen machst du hier auch? Ach ja, stimmt. Ich bin der Choreograf von den ganzen Filmen. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Nein, aber ich mache die Choreos ja für den Film. Und was machst du außerhalb dieses Projekts? Also hauptberuflich bin ich Lebensmittelkontrolleur in der Kaffeeindustrie. Und ja, das ist zum Lachen. Und nebenberuflich bin ich Tanzlehrer. Okay, und dann kann ich dich ja gleich fragen, was ist die beste Kaffeesorte, die es gibt? Es gibt ja nur zwei, Arabica oder Robusta, und Arabica ist das Beste. Das okay. Ist egal, wo du einkaufst. Themawechsel, das ist langweilig. Das wird beruflich zu tun, ne? Ja. Gut, wie bist du zu diesem Projekt gekommen? Elisabeth ist meine Ballettlehrerin und wir tanzen gemeinsam in meiner Crew, Tanzcrew, und ja, und die hat mich einfach, hat eigentlich nicht wirklich gefragt, ob ich mitmachen will, sondern hat nur erwähnt. Und ich meinte, wenn sie will, helfe ich ihr gerne, und das hat ihr gleich aufgegriffen. Habe ich auch gleich für die 3 Wochen Urlaub genommen und habe ja jeden Tag hier quasi verbracht, den ich hier verbringen konnte, und geholfen, wo ich kann. Wie findest du die Stimmung hier, die Zusammenarbeit? Ja, also, ja, ich habe das Gefühl, ich tue hier alles alleine, aber so. Also an sich ist es ganz gut hier, jeder hilft, wo er kann. Jeder macht auch gerne mal länger, das ist kein Problem. Die Schauspieler geben auch ihr Bestes, obwohl teilweise für die auch sehr anstrengend ist, wenn die Sonne mal scheint und sie 30 Stunden lang gefühlt in der Sonne rumlaufen müssen, dann machen sie es immer noch weiter. Also alle geben ihr Bestes, versuchen das Beste aus dem Film zu machen, was sie machen können. Mit dem geringen Budget, das wir haben, versuchen halt wirklich jeder irgendwie das rauszureißen, was wir machen können. Das ist eigentlich, finde ich, sehr schön, dass jeder so viel Energie investiert, obwohl keiner wirklich was davon hat, sage ich mal so im Endeffekt, weil bezahlt werden wir ja nicht, wie gesagt, oder sowas. Wir machen das alles nur freiwillig, aber jeder gibt wirklich 100%, und das finde ich eigentlich ganz gut. Mindestens 100, ja. Mit Filmen hast du dich vorher wahrscheinlich hauptsächlich von der Couch aus beschäftigt. Das ist mein zweites Filmprojekt, sozusagen, mein zweites Projekt inzwischen. Was ich sonst gucke? Also, ja. Nein, ich sage es nicht. Okay. Können wir das rausschneiden? Also, was ich sonst gucke. An sich gucke ich ziemlich alles. Ich habe zu Hause eigentlich eine große DVD-Sammlung und ich gucke eigentlich so ziemlich jedes Genre. Am liebsten Tanzfilme, weil ich halt Tänzer bin und mich gerne mal inspirieren lasse. Aber sonst an sich ziemlich alles, was so gute Schauspieler ist oder mit der verblüffenden Ende. Ich bin kein großer Fan von typischen Hollywood-Filmen, das mag ich nicht. Aber sonst alles, wo ich am Ende erstaunt bin über das Ende, mag ich gerne. Du kommst woher? Also, du kommst aus Portugal. Kannst ursprünglich, du ja, ich komme ursprünglich aus Portugal, bin mit 4 Jahren nach Deutschland gekommen. Bin in Portugal in Viseu geboren. Das liegt, ich war mal ganz grob zwischen Lissabon und Porto, weil das sind meist die einzigen Städte, die Deutschen kennen. Also irgendwo dazwischen komme ich her. Und ja, bin mit 4 Jahren nach Deutschland gekommen und habe so ziemlich 18 Jahre lang, quasi 19 Jahre in Harburg gewohnt. Und bin jetzt vor ein paar Monaten hier nach Bergedorf gezogen, hauptsächlich auch wegen des Tanzens. Und ja, jetzt wohne ich hier. Schöne Stadt. Hast du noch eine besondere Anekdote? Das, was du hier bisher am herausstechendsten fandest von dem Dreh? Also ich fand, bis das eigentlich alles irgendwie für sich einzigartig. Natürlich am spektakulärsten, beziehungsweise den größten Schreckmoment war, als wir den einen Unfall hatten, wo das Skateboard und das Fahrrad gerutscht wird. Das war das, wo ich meinte, oh Gott, was ist denn da passiert? Aber an sich hat alles irgendwie so was Lustiges, was Spannendes, zum Beispiel die Nachtdreh, als wir die ganze Zeit da erstmal rumgearbeitet haben, bevor das losging richtig. Das hat so viel Spaß gemacht, bis hier die Schauspieler überhaupt da waren. Da hat sich erstmal die Crew amüsiert, das fand ich ganz schön. Dann die Tanzszene im Wasser fand ich ganz gut, weil ich sowas schon mal immer machen wollte und mal sehen wollte, wie das Wasser so überhaupt so mitspielt. Und das fand ich schon mal so für mich als sich schon mal ganz geil, um zu sehen, was da man alles da machen kann mit dem Wasserspielen und so. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Aber sonst
jede Location, die, wo ich jetzt war, hatte irgendwas Besonderes. Dann dachte ich, okay, außer vielleicht mein Wohnzimmer, das war für mich nicht so besonders, aber sonst, aber alles irgendwie besonders. Und das hat alles Spaß gemacht und irgendwie war irgendwo was, wo man immer dachte, wow, das war geil.